Damit herzlich willkommen zurück. Es ist Cyberpunk 2077. Was ist das? Waffen, Benzinspuren. Die waren hier. Dann nichts wie hinterher. Achso, das sind alles die gleichen, okay. Ja, ne? Let's go. Okay, sie hat scheinbar keinen Bock mitzukommen. Scorpion wusste, dass ich Leid hinterlasse. So gut kannte er dich? Wahrscheinlich besser als ich mich selbst. Er meinte, sobald ich die Stadt satt habe, würden wir uns mit Hilfe ein. Und für ein paar Thermos kam mit Kaffee und Whisky. Und dann war ich höre wenig. Klingt nach einem echten Abenteuer. Ich sehe nur Freunde, die in Zement und Rost. Wenn sie für ihre Freunde rufen wollten, war das sicher ein böses Erwachen. Aua! Kurze Realitätsüberprüfung. Steige aus dem Motorrad, fülle den Kängurusprung. Ich weiß, danke. Wollen wir das ein bisschen leise machen? Das werden die bereuen. Okay. So viel zu leise. Okay, what the fuck, I wanted it, mich nice. Gut, ich wollte eigentlich nicht so schnell da reinfahren, aber ich hatte erwartet, dass ich ein bisschen weiter schnappe, wenn wir noch 80 Minuten fahren. Vorsicht. Sekunde, muss mal kurz Waffe wechseln und dann sehe ich hier niemanden mehr. Wer hat mich gesehen? Ah, jemand, der durch Container gucken und schießen kann. Bin ich gleich tot? Komm, los, schieß nochmal. Schmeckt dir der Staub? Durch Container gucken einfach. Das ist so schlecht gemacht, ey. Durch Container gucken einfach ehrenhaft. Guck mal, ne? Das Ding haben wir gerade überlastet. Kommt auch. So schnell werdet ihr uns nicht los! Joa, ich hab keine Ahnung, wo ich nehme, abgeknallte Blätter. Ich hab dich übernommen, möchte ich mal kurz anmerken. Gut, dann. Hol dich hier um. Na los, ihr Schnappschwänze! Nicht genügend Speicher. Scheiße. Zeit, das zu beenden! So viel dazu. Jetzt genügend? Nein. Kleines Geschütz, wäre wirklich nett, wenn du mir hilfst. So wie du auch eigentlich eingestellt bist. Zwei, vier, sechs, acht habe ich gerade. Scheiße, ey. Wir haben sie gleich klein. Weiß ich nicht. Zu jedermaßen gerade noch nicht so begeistert. Na komm, gehen wir weiter.
mitgenommen haben. Geht da! Wenn sie es schaffen, sich neu zu formieren und Hilfe zu rufen, sind wir am Arsch. Das ist richtig. Beeilen. So, dann sind das beides meine. Ach Mensch! Da stehen. Zumindest eins von den Fahrzeugen. Das ist eins von unseren, ihren Autos. Lass uns das mal checken. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas entdecken. Das reicht. Hier ist niemand. Wir müssen rausfinden, wo Kang Tao ihn hingebracht hat. Schnell! Du hattest recht. Liegen geblieben. Sie wollten ihn nochmal starten, aber die Ölpumpe ist im Arsch. Das war zu viel für die Kolben. Hat uns überraschend ein paar Minuten gebracht, aber sie haben immer noch Vorsprung. Ich würde sagen, wir nehmen wieder die Motorräder, die ich zum Glück am Arsch der Heide geparkt habe, weil man von den Motorrädern aus ja nicht fighten kann. Egal. Mich aufregen. Servus, ihr habt gar nicht geholfen, mich entnehmen. Können wir alles mal legitim einfach kaputt machen. So, wo Motorräder? Lass mich raten, die sind weg. Weil, gutes Spiel. Ah, ne, guck mal, da ganz hinten am Arsch der Heide stehen sie. Meine Güte. Könnte sein, dass ich heute ein bisschen, ja, träger bin oder ein bisschen weniger erzähle. Alter. Lass mich verarschen. Ah, natürlich, das andere ist jetzt ihrs. Ich bin auch ziemlich müde. War ein ziemlich anstrengender Tag heute. Dementsprechend. Ja. Egal. Wir fahren einfach hinterher. Ein paar sind an der Landebahn geblieben. Der Rest ist mit Hellmann mit. Sicher sind sie unterwegs zu ihm. Keine Sorge. Verstanden, hätten wir haben die ausgelöst. Was? Zum Fick. Ist gerade passiert? Warum ist mein Moped einfach explodiert? Ist er einfach weg? So, and it's gone mäßig. Gut, dass ich nicht so weit laufen muss. Was ist denn los? Also je länger ich das Spiel spiele, desto verbuggter wird es zum Glück. Hoffentlich sind da noch mehr Kang Tao hier Roboter, die waren ja auch richtig angenehm. Nicht. Ich kann mal kurz heilen, ne? Drohnen, Patrouillen, die haben sich hier eingebunkert. Verstehe. Dann muss Hellmann hier irgendwo sein. Aber ach, wie guck mal. Die Zapfsäulen sind gut in Schuss. So sieht kein verlassener Ort aus. Die haben vielleicht schon eine Extraktion angefordert. Finden wir ja bald. Pass auf, ja, ich pull den mal um. Umgepult sollte doch eigentlich. Junge, ey. Junge, die Sachen bleiben nicht stehen, sodass ich mal kurz scannen kann. Pass auf, das Ding kann ich das scannen, oder? Was genau? Dass ich mit dem Sniper ein bisschen schießen kann? Und wo genau kommen die Schüsse?
Okay, das ist nicht so explodiert, schade. Ich finde natürlich auch wieder gut, dass die mich instant gesehen haben. Ah, der ist schon tot, okay. Kurz laden. Wollen wir uns noch kurz den... ja, komm, machen wir kaputt. Aufgeschissen, Hauptsache schießen die auf uns. Ganz ehrlich, Hauptsache schießen die auf uns. Kurz mal Vollautomatik wechseln. Und wahrscheinlich gleich mal auf Shotgun. Denn wenn wir jetzt hier reingehen, Shotgun in meinen Augen das einzige, was Sinn macht. Ne? Enger Raum und so. Ja, die polen mal kurz um. Der ist im Laden drauf gegangen. Alter. Wo kam der denn auf einmal her? Den hab ich nicht gesehen, Alter. Leck mich am Arsch. Ich hab mich gespeichert vorher irgendwo, ne? Boah, ich bin gerade A, mega unkonzentriert und B, ist die Mission halt ultra crap. Oh, nee. Ich werde genau das gleiche wieder tun, ne? Verstehe. Dann muss Hellmann hier irgendwo sein. Aber wie, sieh mal. Die Zapfsäulen sind gut in Schuss. So sieht kein verlassener Ort aus. Sie haben vielleicht schon eine Extraktion angefordert. Finden wir ja bald raus. Alter. Nicht anmerken, da oben ist nicht mehr jemand. Das soll ja einfach kaputt machen. So, kann ich ihmchen da mal, was hat er denn für Waffen? Keine Ahnung, weiß ich nicht, gut. Alter, weißt du was? Der schützt nicht mehr scharf. Nice, danke für die seltenen alten Komponenten. Danke, Alter. Ich treffe den leider gar nicht anständig. Lade ich jetzt gern nach. Es dauert zum Glück auch mal eine Viertelstunde, ich jetzt gern nachzuladen. Ist er tot oder ist er weg? Ach, Glück. Ich bin jetzt die ganze Zeit, ich spiele mit einer anderen Steuerung, deshalb bin ich ein bisschen verwirrt jedes Mal, wenn die... Gut, das war kein Headshot. Pass mal auf, Freund, ja? Ich bin gerade offensichtlich nicht in der Lage, anständig mit einem Scharfschützengewehr zu schießen. Ich habe vergessen, Konstitution. Also, ich habe es nicht vergessen, ich habe es einfach nicht mehr getan. Erkenne ich. Bin vom Clan.
Ist da jetzt noch jemand oder nicht? Meine Fresse, ey. Das Geräusch hat mir nicht gefallen. Ja, das Ziel von dieser Sniper ist... extrem scheiße. Wie auch immer ich den ja nicht treffe, möchte ich anmerken. Was war das? Fresse! Ja, da war daneben. Sehe ich ein. Zur Realitätsüberprüfung. Und Polen. Ja, ganz kurze Realitätsüberprüfung. Ja, die Sniper ist ja ultra shit. Wir nehmen mal die Shotgun. Junge. Mach jetzt wieder hier auf den Bums. Natürlich komplett überladen. Ich hasse Spiele, in denen das passiert. Warum? Warum? Ja, damit du nicht so viel Spaß am Spiel hast und nicht so viel looten kannst. Es hat keinen Sinn, dass ich nicht so viel looten kann in diesem Spiel. Der Loot ist legitim nichts wert. Du hast sowieso Geld ohne Ende. Ja? Oh ja, 4000, Mensch, das ganze Inventar. Ja, aber ich will die Scheiße mitnehmen. Ja, nimm sie einfach nicht mit, ist so wertlos. Ja, aber ich will es mitnehmen können. Wir haben sie gleich klein. Alter, halt deine Fresse. Du gehst mir auf den Sack. Kurze Realität zu überprüfen, wo hier. Da ist sogar ein Verkäufer. Gut. Hä? Bin ich da nicht über. Ich bin da nicht überladen. Wieso war ich auf einmal so langsam? Kann ich das? Ah. Hallo Freunde. Wenn du einfach mal für 15 Sekunden den Maul halten würdest, ne? So, guten Tag. Es ist mir die Wie. Installation auf eigene Gefahr. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Will ich nicht. Wo hätte ich mich mit Hellmann verbarrikadiert? Ich habe legitim keine Ahnung. Scheinbar da. Gut. Ich würde sagen, Hellmann holen wir uns erst beim nächsten Mal. Gut, da ist noch nicht Hellmann. Also, ne, da drüben ist Hellmann, aber hier noch nicht. Wie gesagt, also Hellmann holen wir uns beim nächsten Mal.
Dann suche ich jetzt noch mal kurz den Shop hier nach nützlichem. Und verkaufe in der Zwischenzeit vielleicht einmal. Junge, also wie ich die scheiß Tür nicht knacken kann. Erstmal habe ich ein echt großes Geschütz in der Hand, ne? Ich sollte mir merken, dass ich die klauen kann. Danke. Guten Tag. Smart gestellt auf jeden Fall, dass man, wenn man die Kiste aufmacht, die Pflanze runterschmeißt. Wer schickt? Hey, ganz ruhig. Wir müssen reden. Wer? Yorinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen, oder? Die erbärmliche Ratte kann sich nirgendwo mehr verkriechen. Keine Rettungsringe mehr. Stopf ihm endlich das Maul. Ich wollte das eigentlich nicht jetzt schon machen. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal unten um. Ich war der festen über... Ich habe gespeichert. Alter, ich komme hier nicht mehr raus. Was ist das für ein Scheißspiel? Hey, wir lassen dir keine Entscheidung. Unten ist zwar ein Typ, der so aussieht, als ob er irgendwas zu tun hat, aber nö. Gut, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.